Ist das jetzt wirklich ein Hammer, würdest du sagen, oder heißt es eh nichts, weil es nur eine Empfehlung ist der EU? Nein, nein, es heißt schon sehr viel, denn jede Bewegung in diese Richtung, ein Land schaltet auf Rot, schadet natürlich dem Land und vor allem dem Tourismus bei uns. Es kommt nicht so ganz überraschend, ja, denn die Fallzahlen in Österreich sind in der Tat extrem hoch. Und zwar im 7-Tages-Schnitt haben wir in insgesamt 34 Bezirken in Österreich haben wir Orange. Und tatsächlich sollte man eigentlich schon im roten Bereich sein. Das heißt 50 Infektionen auf 100.000. Und da liegen wir deutlich drüber. Zum Beispiel in Hallein 243, in Wales 172, in Wien teilweise 164, Innsbruck-Stadt 162. Also all diese Städte liegen deutlich über den Parametern, wie sie die EU fordert. Und das heißt also, zwei Wochen sollten wir uns wirklich anstrengen, landesweit, dass diese Zahlen runtergehen. Denn es ist ja jetzt noch Zeit genug bis hin zur Wintersaison. Die Herbstferien kann man sowieso schon abhaken. Da wird nichts mehr gehen. Aber hin zum Winter sollte man schon schauen, dass man diese Fallzahlen runterbringen kann. Eine Region gibt es ja schon mit einem Mini-Lockdown. Das ist eben der Tennigau mit dem Zentrum Kuchl. Ich habe heute mit dem Bürgermeister von Kuchl eben auch telefoniert in dieser Sache. Und der sagt, nicht ganz zu Unrecht, und sagt, ja, mitgehangen, mitgefangen. Wir haben diese Situation gemeinsam durchzustehen. Und wir müssen alles daran setzen, in den kommenden 14 Tagen die Fallzahlen runterzubringen.